Willkommen zurück zu einer neuen Fahrt im TS Classic. Wie versprochen sind wir heute in Hamburg unterwegs und übernehmen einen Zug der Linie U1 von Ohlsdorf nach Ohlstedt. Stehen jetzt hier gerade in dem Abstellbereich von Ohlsdorf und werden jetzt hier gleich einsetzen mit unserem dreiteiligen Triebzug des Typs DT5. Und werden dann durch die ganze Innenstadt fahren und dann in Volksdorf nicht Richtung Osten abbiegen, sondern nach Norden, nach Ohlstedt, wo wir dann letztendlich unsere Fahrt auch beenden werden. Ich habe jetzt hier noch nichts aufgerüstet oder sowas, das kann ich euch gleich alles mal direkt zeigen. Kurz noch zu Beginn, vielleicht als Einordnung, wo wir uns hier befinden. Ohlsdorf ist im Grunde bekannt als Umstiegsknoten, würde ich mal sagen. Hier auf der rechten Seite befinden sich die U-Bahn-Gleise von der U1. Die hier in Richtung Norderstedt fährt oder Richtung Innenstadt, respektive Ohlstedt. Und auf der linken Seite hier sind die S-Bahn-Gleise, wo die S-Bahn sich Richtung Innenstadt hier immer vereinigt mit zwei Zugteilen oder Richtung Flughafen oder Poppenbüttel fährt. Und dann hier dementsprechend auch die Gleise, da wo man auch den Tunnel sieht, da geht es dann zum Flughafen. Genau. Ich freue mich, dass ich euch heute hier mal das Add-on etwas genauer zeigen kann. Es ist wirklich klasse gemacht und man erkennt sehr viel wieder aus dem echten Leben. Erhältlich ist das Ganze bei Just Trains und von Alter wieder gebaut, wie auch die U-Bahn Hamburg, die U-Bahn Frankfurt natürlich. Wir sind ja hier heute in Hamburg. Und die Links natürlich wie immer alle in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal an. Ich nehme mal die Pause jetzt raus und wir gehen einfach mal in den Führerstand. Wir dürfen auch schon vorfahren, aber erstmal aktivieren wir unseren Führerstand. Das können wir entweder mit dem Schlüssel hier machen oder mit der Taste F. Jetzt fährt hier alles hoch. Und hier links neben uns kommt schon ein DT4 ausgefahren. Genau, jetzt drücken wir hier mal auf Übernahme. So, jetzt haben wir das hier alles aktiviert und jetzt das Wichtige ist, dass wir hier unsere Zugnummer eingeben. Und da können wir hier mal schauen, auf den Zettel hier oben. Wir sind jetzt in Ohlsdorf, das heißt, wir wählen die Nummer 9 aus. Und wir fahren ab 17.24 Uhr. Und die Zielnummer, da gehen wir jetzt wieder hier hoch, schauen, Ohlstedt ist die 34. Und Fahrer-ID denken wir uns jetzt einfach mal was aus. So. Jetzt können wir mal einmal rausschauen, ob das gepasst hat. Ohlstedt, das sieht schon mal sehr gut aus. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, rücken wir einfach mal kurz vor und lassen die Fahrgäste einsteigen. Hier mit 20 km/h dürfen wir jetzt hier erstmal fahren. Und genau, hier kommt auch schon die S-Bahn eingefahren. Die treffen sich hier sozusagen immer. Ja, ich erkläre euch einfach mal ein bisschen, wie das hier alles so aussieht. Wir fahren hier, wie ihr seht, mit Stromschiene. Und haben jetzt hier eine Kamera, die geht auch in jeder Station an. Die wird sogar auch angepasst an die Station. Klar, wir können es nicht sehen, dass hier die Fahrgäste einsteigen. Das geht im TS einfach nicht. Aber ich finde es trotzdem ganz cool gemacht, dass man das so sehen kann. So, wir sind heute hier neunteilig, das heißt, wir müssen bis hier vor zu der Harttafel fahren. So, dann machen wir mal die Türen auf. Und jetzt sehen wir auch schon, dass die Türen offen sind hier. Auf der linken Seite habe ich die freigegeben. Da erzähle ich euch gleich nochmal was zu. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, was ich hier meinte. Hier die Harttafel, wir hätten noch ein bisschen weiter vorfahren können. Und dann wird hier nämlich angezeigt, sechsteilig, vierteilig, dreiteilig. So. Es ist 23.56. Wir können jetzt sofort losfahren. Wir können noch mal kurz, wenn wir wollen, hier die 50 einstellen. So, 24. Türen sind zu. Und los geht's.
So, hier ist ja direkt nämlich eine Langsamfahrstelle, die sofort anfängt. Deswegen ist hier die 50 und das A direkt an einer Stelle. Nächster Halt, Sengelmannstraße. Ausstieg links. So, und jetzt hier das Ende. Und jetzt wird hier wieder hochgezählt. Und neunteilig ist für uns, das heißt, jetzt dürfen wir wieder 80 fahren. Stellen wir das hier ein. Zack. Und jetzt können wir beschleunigen. So, wir fahren jetzt hier von Ohlsdorf, fahren wir in den Stadtteil Alsterdorf rein. Da treffen wir jetzt auch gleich auf die Güterumgehungsbahn. Ich sag mal, der großen Eisenbahn. So, hier links kommt sie nämlich schon dazu. km/h sind übrigens auch die Höchstgeschwindigkeit des Zuges. Also mehr geht auch nicht. So, und jetzt mal zur Türsteuerung. Ich habe jetzt nämlich eben erstmal die Türsteuerung noch nicht aktiviert gehabt. Jetzt kann ich das aber mal machen mit STRG, Shift und T. Und jetzt können wir nämlich die Seiten so ganz normal freigeben hier mit dieser Taste oder mit Komma oder Bindestrich auf der rechten Seite. Und wir können die jetzt auch wieder zurücknehmen mit der Punkttaste hier oben. Türen schließen ist das. Wenn wir jetzt alle. Ich mach's jetzt mal einmal vor. So. Da merkt man dann auch schon direkt. Genau, Türen gehen zu. Und jetzt würden wir hier sehen, wie unser Zug abfährt auf den Kameras. Und dann geht der Bildschirm irgendwann aus. Genauso wie das auch in Realität funktioniert, zumindest wie ich das immer Nächster manchmal gesehen Halt, habe. Alsterdorf. Ausstieg links. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass man längere Zeit auf die Taste hier unten drauf drückt. Und dann öffnen sich alle Türen sozusagen zentral. Ich glaube, 2,5 Sekunden muss man dann da drücken. Seht ihr auch immer hinten, wir müssen hier bis nach vorne durchfahren, weil sonst passt es hinten dann nicht mehr. So, jetzt können wir wieder gucken. Alles klar, alle sind ein- und ausgestiegen. Weiter geht's. Das ist übrigens auch ganz interessant, so wie ich das gelesen habe, sind das Gefahrenanzeiger. Das heißt, wenn die blinken. Nächster Halt, Lattenkamm. Ausstieg links. Wenn die blinken, soll man sofort anhalten. Die sind wohl vor Bahnhöfen als auch hinter den Ausfahrten wieder dann so aufgestellt. Hier geht die Güterumgehungsbahn über uns drüber, die geht dann weiter nach Eidelstedt und dann letztendlich im Grunde Richtung Dänemark. So, hier 60. Da muss man auch immer ein bisschen schnell dabei sein. Also es ist nicht so wie bei der Eisenbahn, dass man jetzt hier einen Kilometer Platz hat. Ja, genau, hier sind auch die Gefahrenanzeiger wieder, ja.
Und falls ihr schon mal mitgefahren seid mit der U-Bahn hier in Hamburg, es sieht einfach genauso aus wie auch in der Realität von der Umsetzung her. So, jetzt können wir mal weiterfahren. Nächster Halt, Gutwalker Straße. Ausstieg links. Auch mit 3D-Bäumen hier rund um die Strecke, das ist einfach super. So, und wir kommen jetzt immer mehr Richtung Eppendorf. Haben jetzt hier unter uns allerdings erstmal noch, ich glaube, die Straße zum Winterhuder Marktplatz. Und fahren jetzt hier Richtung Kellinghusenstraße, wo wir auf die U3 treffen. Das ist immer ganz interessant. Ich hoffe mal, dass das jetzt noch ganz gut passt, dass ich nicht zu viel Zeit schon wieder geschindet habe. Weil dort trifft man sich normalerweise mit der U3. Mal schauen. Nächster Halt, Kellinghusenstraße. Übergang zur U3. Ausstieg rechts. So, jetzt fahren wir auch noch über die Alster drüber. Reihe steht natürlich schon drin. Ne, sie fällt auch gerade erst ein. Ja, perfekt, so muss das sein. Normalerweise warten die dann aufeinander, das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber zumindest funktioniert das hier in echt so. So wie das jetzt hier auch ist. Normalerweise fahren die dann meistens gleichzeitig ein ungefähr. Nicht ja etwas weit gerollt. Genau, die fällt jetzt schon wieder ab. Das würde es in echt eigentlich dann nicht geben, normalerweise. So, dann können wir auch weiterfahren. Nur noch hier vorne ab mit 50. Das ändern wir direkt mal. So, hier sehen wir es jetzt, wie das eigentlich funktioniert. Da kommt die U3 und hier kommt die U1. Nächster Halt, Klosterstern. Ausstieg links. Das ist ganz interessant. Beachten Sie den Abstand zwischen Bahnsteigkante und U-Bahn. Hier sah man jetzt gerade mal eine normale Langsamfahrstelle, dann wieder mit dem A. Wir fahren jetzt hier in den Untergrund, das erste Mal. Hier rechts die U3 fährt jetzt hier weiter, oberirdisch. Eppendorfer Baum heißt das hier. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen bremsen auf die 40. Genau, da war schon der Anfang. Alleine schon die Soundkulisse. Das ist halt wie in Realität auch. Das ist halt schon klasse gemacht. Man kann übrigens auch in den Fahrgastbereich hier wechseln. Ich
Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Weil irgendwie sind die hier vorne aus, die Displays, weil nämlich eigentlich von außen sieht man das dann nämlich. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Was dieses UH hier heißt, das weiß ich nicht. Das konnte ich auch nicht rausfinden. So, wir dürfen jetzt ja wieder 70 fahren hier. So. Nächster Halt, Hallerstraße. Ausstieg links. Ja, also ich kann jetzt hier auch nicht irgendwie aus dem realen Betrieb berichten. Nur als Fahrgast. Alles andere ist alles angelesen. Das heißt, wenn hier jemand reale Erfahrung hat, kann er gerne natürlich mich auch berichtigen. Oder sonst irgendwoher weiß. Aber von der Qualität her, von der Soundkulisse her, einfach super. Also, ja, da kann man eigentlich nichts anderes zu sagen. Kann ich euch auch mal zeigen, wie das normalerweise funktioniert, wenn man jetzt hier lange drauf drückt. Genau, dann gehen nämlich alle Türen auf. So wird das dann funktionieren. Und wenn wir dann jetzt wieder auf Türen schließen gehen. So, sind die auch schon zu. Hier stehen nämlich auf den Displays, kann man immer sehen, da steht Ulstedt drauf. Nächster Halt, Stephansplatz. Übergang zum Regional- und Fernverkehr, zum Kongresszentrum sowie zum Messegeländeeingang Ost. Next Stop, Stephansplatz. Please exit here for regional and long distance trains, as well as Congress Center and Exhibition Halls, Entrance East. Ausstieg links. Ich glaube, hier war auch nochmal geplant, vor längerer Zeit noch eine Station dazwischen zu setzen. Uni oder sowas. Hat man dann nicht gemacht. Stephansplatz, da kann man auch aussteigen zum Dammtor. Also Bahnhof Dammtor. Und jetzt sind wir schon richtig in der Innenstadt. Also Klosterstern und Hallerstraße. Das ist jetzt noch so ein bisschen Harvestehude gewesen. Feinere Stadtteile. Und jetzt kommen wir in die Innenstadt schon rein. Mensch, hier ist ein richtiger Raum. Ja, wie ihr seht, wir haben hier zwei Bildschirme vor uns. Einmal die Kameras, die jetzt hier immer angehen, wenn wir einfahren und ausfahren. Und einmal auf der rechten Seite unser Fahrerdisplay. Hier haben wir wieder eine Langsamfahrstelle mit 50. Die müssen wir natürlich mal kurz einhalten. Nächster Halt, Jungfernstieg. Übergang hier wird jetzt wieder hochgezählt. U3, U4, S1, und dann dürfen wir wieder. S3 zum Rathaus und zur Alster Touristik. Next Stop, Jungfernstieg. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg links. Die Ansagen habe ich übrigens aus dem Welsim Forum heruntergeladen. Dort hat Alter nämlich noch die aktuellen hinzugefügt. Und auch Hochbahn. Logos und so weiter. Kann ich euch auf alle Fälle auch empfehlen. Ist dort alles kostenlos verfügbar.
Und dann sieht das nämlich auch so aus von vorne hier mit HVV, Hochbahn und so weiter. Genau, und dann haben wir hier das Fahrraddisplay. Da könnt ihr dann zum Beispiel hier einstellen, Scheibenwischer. Ich mache mal kurz wieder die Türen zu, dass wir weiterfahren. Stelle ich mal kurz noch die 60 ein. Das kann ich euch gleich auch mal zeigen. Hier 60 können wir hier so einstellen. 60 auswählen, zack, und dann ist das hier auch schon eingestellt. Nächster Halt, Messberg. Und ansonsten können wir hier alles erstmal anzeigen, aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie hier groß was einstellen können außerhalb dessen. Video, dann hier verschiedenste Funktionen, Schlummerbetrieb, alles Mögliche. Genau. Und hier kann man dann noch einschalten, Fahrraddisplay, alles Mögliche. Genau. So, wir sind Messberg. Kommen wir jetzt in die Nähe von der Speicherstadt. So. Hier war ich jetzt fast schon ein bisschen früh dran. Genau, ansonsten haben wir hier rechts, können wir noch die Führerstandsbeleuchtung anschalten. Hier, wie gesagt, mit dem Aktivieren vom Führerstand. Hier, es gibt sogar noch eine Pfeife. Klingt auch sehr interessant, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass eine U-Bahn eine Pfeife hat, aber ja. So, weiter geht's. Und jetzt kommen wir schon Richtung Hauptbahnhof so langsam. Wir noch eine Haltestelle vorher, danach kommt schon Hauptbahnhof. Nächster Halt, Steinstraße. Ausstieg links. Ich weiß auch nicht, ob man das in der Realität auch so macht, dass man dann erstmal wieder abschaltet, relativ früh versucht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Also schnell beschleunigen und dann wieder abschalten. Weil es ist ja doch alles relativ intensiv hier, das ganze Beschleunigen, Bremsen. Oh, jetzt passiert's. Jetzt fahren wir drüber. Ei. Na gut, immerhin stehen wir noch am Bahnsteig. Das ist das Problem, wenn man sich verquatscht und dann vergisst zu bremsen. Gucken wir mal, wo wir jetzt hier gelandet sind. Ach, naja, gut. So schlimm ist es ja gar nicht. Es können ja noch alle aus- und einsteigen, sagte er, um sich selber nochmal auf die Schulter zu klopfen. So schlimm war es gar nicht. Selbst die Aufgänge, hier die Schilder und hier auch mit Fährt sofort ist auch da. Das ist schon klasse gemacht, das kann man nicht anders sagen. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U2, U3, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Links Exit here for Central Station. Ausstieg links. Hier scheint dann auch ein Mitarbeiterweg zu sein, wo die Leute vielleicht in die Abstellung laufen können. Das kann natürlich gut sein. Ja, Hauptbahnhof Süd. Hier auf einer anderen Ebene fährt hier auch wieder die U3. Nächster Halt, Lohmühlenstraße. Genau, hier zu der Abstellung. Mensch, hier denkt man immer, man fährt hier ins Nichts. So dunkel ist das hier. Und dann kann man hier alle Fahrgäste beobachten. Oder die Fahrgäste ein.
Aber auch so von der Stimmung her ist es einfach wieder super gemacht. Auch wie in Frankfurt, wo man da auch durch die Tunnel fährt. Ist schon super. Auch mit dem Sound, es klingt halt haargenau so wie in echt. Also wie man es als Fahrgast halt auch wahrnimmt. Das ist halt verrückt, wenn man das so hört. Ich glaube, wir müssen hier mal kurz alle Türen öffnen. Ah, okay. In der Innenansicht geht das also etwas schneller, dass die Türen sich schließen. Auch hier alles scharf und wie das auch in echt aussieht. Klasse. Also kann ich echt nicht sagen. Also auch von der Performance her läuft das alles hier. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U3. Ausstieg links. Was mich mal interessieren würde, ob die Fahrer in echt auch immer diese Geschwindigkeitshilfe nutzen oder ob sie das einfach so freihand fahren. Wäre ja ähnlich wie zur Eisenbahn so ein bisschen. Schauen wir mal hier raus. Ich weiß manchmal nicht so ganz, manchmal gehen die Türen nicht auf. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil man kann natürlich auch die Türsteuerung ausschalten, dass es dann sozusagen alles wieder automatisch funktioniert. Aber das ist ja eigentlich auch nicht die Lösung. Aber ich glaube, da habe ich auch schon mal was gelesen. Bei ihm läuft auf alle Fälle die Musik ordentlich. Nächster Halt, Wartenau. Ausstieg links. Und jetzt kommen wir so langsam wieder raus aus der Stadt, Richtung Wandsbek fahren wir jetzt. Wandsbek Gartenstadt ist dann auch die erste Haltestelle wieder, wo wir oberirdisch unterwegs sind. Ah, wir dürfen auch wieder 70 fahren. Was natürlich super wäre, wenn das genauso wird wie in Frankfurt, das U-Bahn-Netz, wo dann fast alle Linien da sind. Aber das ist natürlich auch nochmal ein Riesenaufwand. Vor allen Dingen auch so Linien wie die U3, wo sie ja auch Landungsbrücken und alles überall langfahren muss. Das ist natürlich schon echt aufwendig. Wobei die U3, glaube ich, auch von einem anderen Hersteller in einem ganz anderen Spiel hergestellt wird. Habe ich zumindest mal irgendwo gehört. Nächster Halt, Ritterstraße. Ausstieg links. Aber ich finde halt auch so cool den Wechsel hier, dass man am Anfang draußen fährt und dann fährt man im Tunnel, also wie man es auch von der U-Bahn ja auch denken würde. Aber dann fährt man auch wieder raus, also es ist eigentlich echt eine super Sache hier.
Und der soll ja nochmal kostenlos im Grunde nachgeliefert werden. Der DT5, der wurde ja ursprünglich, ist ja ein ganz gutes Thema jetzt gerade eigentlich, wurde der von Alstom und Bombardier, also jetzt ist es ja Alstom, früher war es Bombardier, gebaut. Ich glaube ab 2010. Nächster Halt, Wandsbeker Chaussee. Übergang zur S1. Ausstieg links. Und ich glaube, die letzten Wagen davon wurden jetzt erst vor kurzem hergestellt. Also wurde jetzt abgeschlossen sozusagen. Und jetzt geht auch schon, glaube ich, die Entwicklung für den nächsten DT weiter, der dann teilweise automatisch verkehrt, teilweise noch mit dem Fahrer. Die neue U5 soll ja dann automatisch verkehren. Und die soll aber, glaube ich, ab 2027 dann erst da kommen. Genau, so gehen dann die Türen nämlich alle auf. Muss ich den nochmal ausprobieren. Vielleicht will einfach keiner ein- und aussteigen, das kann natürlich auch sein. Nächster Halt, Wandsbek-Markt. Ausstieg links. Wandsbek-Markt ist echt auch eine riesige Busstation oberirdisch. Aber ihr seht, wir müssen wirklich bis ganz nach vorne durchfahren. Anders würden wir hier gar nicht anhalten können. Da ging doch was auf, glaube ich, oder? Ja. Ah, ich glaube, ich habe eben bei den Stationen, am Anfang ging es ja auch, habe ich vergessen, noch T dazu zu drücken. Ich glaube, das muss man noch machen. Nächster Halt, Straßburger Straße. Ausstieg links. Damit die Türen sich dann auch so öffnen. Das ist ja die Freigabe. Kann sein, dass ich das vergessen habe. Muss ich dann nochmal ausprobieren. So, jetzt hier wieder ganz normal die Langsamfahrstrecke, wird wieder hochgezählt und jetzt dürfen wir wieder. Genau, und der DT5 ist sozusagen der neueste jetzt, aber der DT4 fährt auch noch durch die Gegend. Das ist in der Tat ganz spannend. Bei der U3 verkehren die nämlich immer nur in 2 Zugteilen, also 6-teilig. Und hier können sie auch bis zu 9-teilig oder 3-teilig, je nachdem wie man das sagen will, verkehren. Weil auf der U3 die Bahnsteige so kurz sind. Ich glaube nur um die paar 90 Meter oder sowas statt 120 oder so. Alter, ich gehe jetzt hier manchmal ein bisschen heftig in die Bremse. So funktioniert das dann nämlich eigentlich. Also man muss noch T drücken, nicht vergessen, damit dann die Türen aufgehen auch wirklich. Aber es ist halt einfach echt entspannt, dass man hier auf den Bildschirm schauen kann,
nicht in irgendwelche Spiegel oder sowas. Man kann auch hier gucken, wenn der Zug ausfährt, dass auch keine Fahrgäste mehr in den Türen sind und sowas. Ich weiß nicht, ob es hier einen toten Winkel gibt, ob es da auch Gefahren gibt. Das weiß ich natürlich nicht, wie das in echt dann gelöst wird. Nächster Halt, alter Teichweg. Ausstieg rechts. So, hier das erste Mal jetzt mal wieder rechts die Türen aufgemacht. Das kennt man ja gar nicht mehr. Aber man hat hier auch, man denkt, man steht schon drüber. Eigentlich steht man noch kurz davor. Finde ich auch echt cool, dass das hier auch alles so dargestellt wurde mit den Stromschienen. Auch den Abnehmern hier vom Fahrzeug. Die hier sozusagen drunter schaben. Nicht schaben, aber von unten den Strom abnehmen. Nächster Halt, Wandsbek-Gartenstadt. Übergang zur U3. Ausstieg links. So, und wir fahren wieder raus aus dem Tunnel. Sehr schön. Und hier treffen wir wieder die U3. Wurde ja, glaube ich, auch schon gerade durchgesagt. Die U3 hört jetzt hier auf und wir fahren im Grunde jetzt weiter. Ach, ja, also ich meine, was will man mehr, oder? Hier habe ich mich jetzt etwas verbremst. Müssen wir noch ein bisschen vorrollen. Sehr gut. So soll das eigentlich funktionieren. Also, dass die beiden gleichzeitig einfahren, ist jetzt bei dem ein bisschen egal, weil der fährt ja jetzt dann hier nicht weiter. Aber für uns ist es ja auch gut, dass dann die Leute direkt einsteigen können. So, wir dürfen jetzt wieder unsere Höchstgeschwindigkeit hier ausfahren. Während er jetzt hier in die Pause fährt. Nächster Halt, Trabrennbahn. Ausstieg links. Genau. Jetzt können wir hier mal auch ein bisschen rausschauen wieder. Dahin, das meine ich übrigens, da steht dann auch Ulstedt zumindest zu 1. Hier sieht man jetzt auch mal wieder ein bisschen was. Im Tunnel ist es ja doch relativ begrenzt, was man so sieht. Schaut, FPS 60 Stück ist halt einfach super. Gut, wir sind jetzt hier ein bisschen draußen schon wieder und alles klar, aber trotzdem.
Länger darf man auch dann wirklich nicht sein, ne? Als hier die drei Wagen. Also da. Wir nehmen ja jetzt hier wirklich den ganzen Bahnsteig in Kauf. Wir bezahlen für den ganzen Bahnsteig und nutzen ihn auch. Also die Ansagen hört man natürlich eigentlich nicht draußen, aber es ist halt ein TS. Ein Feature im TS. Ja, Farmsen ist auch ein ganz großer Betriebshof von der U-Bahn. Zeigen mit dem Scheibenwischer, wie das funktioniert. Hier ist jetzt erstmal Automatik und jetzt können wir hier Modus auswählen, wie wir das haben wollen. Ihr seht ja schon, hier ist auf alle Fälle einiges abgestellt. Ich habe jetzt schon öfter auch morgens gesehen, wenn die ganzen Züge ausrücken, das sieht auch verrückt aus, wenn dann auf einmal da hintereinander die Züge rausfahren. Klar, es gibt ja dann so bis 4 Uhr irgendwas, ist ja Betriebspause immer. Und die Züge werden ja nicht an den Bahnsteigen abgestellt, die fahren natürlich dann alle irgendwo hin, wo sie sicher stehen. Und dann kann man ja hier auch sehen, wie groß das ist. Was ja schon einiges ist hier. Auch hier mit den ganzen Fahrzeughallen ist schon cool gemacht hier alles. Hier, das ist die Waschanlage, so wie das aussieht. Ja, mega. Wie das aussieht, kann man hier auch überall reinfahren, oder? Ja, kann man, glaube ich. Beginnen tut die U1 ja eigentlich in Norderstedt Mitte. Da trifft ihr noch auf die AKN, die von dort dann weiterfährt. Ich dachte mir, wir nehmen aber heute uns mal diesen Teil hier vor. Das machen wir in einem anderen Video dann. Kann ich jetzt eigentlich auch schon hier auswählen, was ich für eine Tür haben will? Ach, das ist ja beeindruckend, okay. Das wusste ich auch noch nicht, dass das geht. Nee. War doch zu früh. Ja, okay. Und hier scheint auch noch ein Abstellgleis zu sein. Wahrscheinlich. Können natürlich auch das Rollo bedienen. Es geht alles. Nächster Halt, Berne. Ausstieg links. Ich bin dann auch echt immer wieder beeindruckt, wie schnell man im Grünen dann wieder ist.
wo man gar nicht mehr denkt, dass man jetzt hier in der Nähe von der Großstadt ist. Fahrerlose U-Bahn, das gibt's aber nicht. Das kann ja wohl nicht sein. Gehen wir vielleicht doch wieder mal lieber nach vorne hier. Ja, und ansonsten, das ist natürlich auch noch cool, hier für die Einstellung ist das halt wichtig, ne? Wir müssen immer da einstellen, wo wir losfahren, also wie ich es auch gesagt hatte, Ohlsdorf, die 9 und dann die Abfahrtszeit sozusagen eintragen, wann wir losfahren wollen, damit das nicht schon vorher hier weitergeht, wenn wir zum Beispiel aus der Abstellung da reinfahren, nicht, dass dann schon die Ansage abspielt. Das ist wichtig. Und dann das Ziel, das im Grunde das einfach auch nochmal von der Liste hier rausschauen, Ohlstedt zum Beispiel die 34 jetzt, oder Großhansdorf ist dann 42. Nächster Halt, Meindorfer Weg. Ausstieg links. Und ja, und die Fahrer-ID, die könnt ihr euch ausdenken. Da hat es jetzt keinen Einfluss, dass ihr jetzt hier irgendwie da irgendwas auswählt. Das hat mir nur ein bisschen gefehlt in dem Handbuch, ehrlicherweise. Man wusste nicht so richtig, wer, wo nehme ich denn jetzt die Stationsnummern zu. Ich habe dann versucht durchzuzählen von den Stationen. Weil Norderstedt-Mitte ist ja die 1. Das kann man ja hier auch sehen. Da, und dann dachte ich, ach so, ja, aber so einfach ist es dann doch nicht. Und dann kam immer falsche Eingabe oder sowas. Deswegen am besten auf diese Liste da schauen und dann einfach probieren. Weil ansonsten funktionieren die Anzeigen ja komplett automatisch, was ja auch eine super Sache ist. Jetzt bin ich, habe ich gepennt. Eieieiei. Also, wir stehen natürlich immer noch am Bahnsteig, aber so ist es natürlich nicht geplant. Wir hätten eigentlich da halten sollen. Jetzt habe ich gepennt. Naja, so ist das nun mal, ne? Ah, hier unten sogar Hochbahnbusse. Das ist schon super alles. Das ist schon wirklich super. Wenn man hier auch dann mal rausschaut. Auch die Innenstadt so. Also zumindest, dass man halt sehen kann, dass man hier in der Stadt ist und dass nicht direkt dann da hinten die Stadt zu Ende ist. Nächster Halt, Volksdorf. Ausstieg rechts. Dieser Zug fährt nach Ohlstedt. Weiterfahrt in Richtung Großhansdorf vom selben Gleis. Das ist natürlich auch super, dass dann die Ansagen auch so ausgewählt sind, dass dann auch noch diese Ansage auch noch kommt, dass wir nach Ohlstedt fahren, nach Großhansdorf umgestiegen werden soll. Das ist schon klasse. Übrigens, zur Signalisierung. Immer mit den zwei Lichtern, das sind die Vorsignale. Mit dem einen Licht ist Hauptsignal, so wie ich das in dem Handbuch zumindest gesehen habe. Die richtige Halle, das gibt's ja gar nicht. Meine Güte. Hu.
Ups. Was war das denn? So, jetzt weiß ich nicht so ganz, wofür das H hier steht. Können wir mal gucken. Für Ulstedt steht jedenfalls nicht, aber ich könnte mir vorstellen, für die erste Station. Nee. Hm. Hier vielleicht für? Ich weiß es nicht. Aber es würde vielleicht Sinn ergeben. Keine Ahnung. Mensch. Ja, ist schon echt super gemacht. Also da kann man... Auch mit der Soundkulisse vom Zug als auch hier von der Strecke. Das macht schon echt Spaß. Da freut man sich auf Erweiterungen in der Zukunft. So, hier geht's nach Großhansdorf. Nächster Halt, Buckhorn. Ausstieg links. Ist natürlich hier schon idyllisch ein bisschen. Mensch, du, auch noch mit Vogelgezwitscher, es ist ja der absolute Wahnsinn. Schon echt ein Gerät hier, unser Zug. Upsala, jetzt habe ich hier... Fast hätte ich meine Kopfhörer ausgetreten, aus Versehen. Der Zug, der rollt ja auch, der verliert ja kaum Geschwindigkeit. Und wieder gepennt. Eieiei. Mensch, jetzt muss ich aber mal... Jetzt kommt hier gleich der Betriebsleiter. Ah, die erste Tür, das war Maßarbeit hier. Eieiei. Wenigstens hier hinten im ersten Wagen kann noch ausgestiegen werden. Aber sonst ist das, glaube ich, eher nicht so geplant. Das ist schon cool, dass das hier auch neu da steht. Mitte, Old steht, fährt sofort. Kommt jetzt hier... Ach, das ist ja witzig. Es scheint irgendwie auch getriggert zu werden. Nächster Halt, Teusbüttel. Ausstieg links. Ja, also daran sieht man auch, man darf nicht unkonzentriert werden. Auch wenn man jetzt so langsam Richtung Ende der Fahrt kommt. Es ist gefährlich. Auf einmal hat man das Gefühl, ups. Vielleicht sollte ich doch nicht ganz so zügig da reinfahren. Ist übrigens die längste U-Bahn-Linie Deutschlands. Und in Norddeutschland sowieso auch. Aber ich glaube, die längste U-Bahn-Linie Deutschlands. Also wenn man auch bis Großhansdorf durchfährt von Norderstedt, braucht man, glaube ich, fast 1,5 Stunden. So hatte ich mir das jetzt schon eher vorgestellt. Auch wenn man sich mal die Stationen so anschaut. Klar, kannst du nicht überall dann das, aber wie das dargestellt ist. Auch mit den Fahrgästen, die hier warten. Das ist schon super alles. Nachts ist bestimmt auch klasse. Das müssen wir auch nochmal machen. Eine neue Fahrt nochmal für die Nachtbeleuchtung. Bestimmt auch cool. Nächster Halt, Ulstedt.
Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Ach, das ist natürlich auch super. Dann wechselt das auf bitte nicht einsteigen. Das ist alles automatisch. Ich habe hier nichts gemacht. Und jetzt können wir hier auch noch auswählen. Ah, auch nochmal. Sehr cool. Ja, mega. Also ich meine, was soll man dazu sagen? Es lohnt sich auf alle Fälle. Es gibt sicherlich auch noch so viel mehr dazu zu erzählen. Das war jetzt ein erster Überblick über die Strecke. Wir werden sicherlich nochmal unterwegs sein hier. Das war übrigens Quick Drive. Also auch der KI-Verkehr ist trotzdem vorhanden. Was auch eine super Sache ist, finde ich. Weil ich hatte jetzt nicht das Szenario. Das heißt nur das, aber das wurde auch schon oft, glaube ich, gezeigt. Deswegen dachte ich mir, komm, mach's einfach mal Quick Drive. Ich glaube, das ist auch so ganz cool. So, jetzt schauen wir mal, wo wir hinfahren. Wir fahren geradeaus, das heißt, der Ausstieg ist links. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. This train terminates here. All change, please. Please exit on the left-hand side. Das ist schon echt mega. Dass das auch noch so funktioniert. Alleine von der Umsetzung her. Wirkt jetzt vielleicht gar nicht so besonders, aber alleine das von der Umsetzung hinzukriegen. So, warte mal, jetzt machen wir das nämlich mal so. Jetzt machen wir mal hier komplett öffnen. Genau. So, und jetzt haben wir hier ein Signal mit Vorrücken mit maximal 20. Bitte nicht einsteigen. Perfekt. Ich weiß nicht, ob da in echt nochmal jemand durchgehen muss oder so. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht. Und wir stellen jetzt hier mal die 20 ein. Zack. Das Lustige ist, Ohlstedt liegt eigentlich gar nicht so weit weg von Norderstedt Mitte. Also das finde ich halt auch das Verrückte, dass man im Grunde einmal in die Innenstadt fährt und wieder raus und die Endhaltestellen liegen gar nicht so weit auseinander eigentlich. Aber wir haben halt eine riesige Strecke zurückgelegt trotzdem. So, das wäre jetzt hier für einen Zugteil. Dann für zwei und wir müssen natürlich wieder bis ganz hinten durchfahren. So, das müsste jetzt eigentlich so ganz gut passen. Zack. So, und dann können wir hier den Führerstand deaktivieren. Ausschalten wollen wir. Dann können wir uns, glaube ich, hier auch noch abmelden. Genau. So. Und dann, wir haben das Ziel erreicht. Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf alle Fälle Spaß gemacht. Ich würde mich sehr über Kommentare und Bewertungen freuen. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was ich falsch gemacht habe, schreibt es auch gerne rein. Wir werden sicherlich nochmal auf dieser Strecke unterwegs sein. Ich kann es euch auf alle Fälle sehr empfehlen. Super, dass solche Strecken auch noch für den TS herauskommen. Vielen Dank an Alter bzw. Alexei auf alle Fälle. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss.